verschiedene Fischeier. Rocket League. Auf der Nase. Rocket League? Der Bär. Rocket League. Noch was? Zu Gast vergessen. Gast nee, können wir nicht ankündigen, weil haben wir ja gar nicht. Aber bestimmt gibt's was. Und es gibt geile Sachen. Und außerdem Puderquiz Teil 2. Ah ja, okay. Staffel 2. Hi! Die beleuchteten Brüder begrüßen euch recht herzlich zur dritten Ausgabe der Brüder WG, zweite Staffel. Genau, wir sind jetzt schon mittendrin wieder und wir sind ein bisschen im Voraus mit diesem Video, deswegen sind wir noch nicht so ganz sicher, was passieren wird, aber es wird gut, denn eines ist klar, das großartige Bruderquiz, das Lilly Oriana und Mr. Katafi für uns vorbereitet haben, geht in Runde 2. Und wir haben einen neuen Ableger unseres Brüderkampfes gemacht mit dem fantastischen Spiel Rocket League für die PlayStation 4. Wird gehypt, zu Recht oder nicht, wir werden es nochmal herausfinden. Ich habe es bisher noch nicht gespielt, Pong schon. Ganz kurz. Wieder kleiner Heimvorteil für den Mann mit der Nase. Ja. In der Brüder-WG macht man nichts falsch, auch denn das gilt auch für diese Episode. Wir freuen uns auf die nächsten circa 30 Minuten mit euch gemeinsam und sehen uns dann wieder bei der Abmoderation. Daumen hoch von Pong und Biber. Essen, 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 yeah. Herzlich willkommen beim Bedebüree. Wir berühren... Berühren? Ein Cheeseburger. Wir berühren den Cheeseburger. Fertig. Wir. Das ist ein Zungenbrecher. Wir pürieren heute einen Cheeseburger mit Pommes von McDonald's mit dem originalen McDonald's Ketchup. Dazu trinken wir 2,5 Liter Landliebe. 350 Milliliter sind das. 350 Milliliter Flaschen Landliebe. Milchgetränk. Hast du schon mal einen Burger püriert? Ah, ich habe noch nie einen Burger püriert. Püriert. Das ist wirklich schwierig. Alle Pommes? Natürlich alle Pommes. Ich noch so. Wir haben gar nichts über den Burger erzählt. Das ist ein Cheeseburger. Das ist ein Cheeseburger, ne? Mach mal los. Ja. Die hohe Stufe? Ja! Okay. Sieht aus wie Couscous. Ja, so wird auch gemacht. Es riecht ganz gut. Ja, es riecht eigentlich immer noch genau wie vorher. Das hätte mich auch gewundert, falls es nicht so gewesen wäre. Noch ein bisschen Ketchup dazu. Es sieht nämlich sehr trocken aus. Ich würde es einfach probieren. Ja, man soll nicht erst würzen und dann probieren, sondern umgekehrt. Das gehört sich nicht. Wohlbekommt. Wohlbekommt. Ja, das ist sehr trocken. Könnte schon ein bisschen Ketchup drauf, ne? Das schmeckt eigentlich nach Brot mit Pommes. Wo ist denn das Fleisch hin? Na, schmeckt doch nur, schmeckt doch nur nach Fleisch. Ja, das ist es. Das war ja unsere Idee zu einem neuen Format. Falls es schon. Wir haben keine Vorabrecherche gemacht zu diesem Konzept. Falls es schon andere Shows gibt, die Sachen pürieren und sie dann essen, ist das so. Könnt ihr uns nicht verklagen. Denn das geht nicht auf YouTube, oder? Auf YouTube kann man nicht verklagen, nein. Das geht nicht. Das ist verboten. Ja, das ist nicht der beste. Snack. Ne, das würde ich glaube ich nicht durchsetzen. Keine klare Empfehlung. Also auf unserer Püree-Skala von 1 bis 7, sag ich mal. Ja. 7 ist richtig gut. Ist richtig gut püriert. Würde ich sagen, ist eine 3. Ja, 3 pürierte Sterne.
berührte Sterne hier so einblenden. Also mal gucken, was bei Google gibt, wenn du berührte Sterne suchst in der Bildersuche. Ja, mach mal recht. Dann mache ich meistens sogar mal einblenden. Nicht falsch. Der mag es nicht, Pong und Bieber dabei zuzusehen, wie sie sich bekriegen bei digitalen Spielen. Heute bei Rocket League für die PlayStation 4. Ein großer Spaß. Hallo und herzlich willkommen, wir sind Blauchen Brüder. Hallo beim Bruderkampf, das ist die Brüder-WG. Es ist ein interessanter Faktor hier. Pong hat das Spiel schon 23 Mal gespielt, Bieber einmal. Mal gucken, was passiert. Kommt sogar hin, 23 Mal. Hallo, Pong ist links. Oh. Oh Gott, ich habe keinen Fuel mehr im Tank. Ja, das ist 1-0 für Bieber. Was ist da los? Das Publikum tobt. Die Autos explodieren fast. Nee, das Tolle ist, dass immer der Ball explodiert, wenn er im Tor ist. Achso, das ist sinnvoll, dann muss man ihn nicht aus dem Tor holen. Oh, das war doof. Oh, da ist wieder 2-0. Oh nein. Und ich habe ihn selber reingemacht. Das ist gar kein Tor von Bruder Pong, Tor von Bruder Bieber, das dritte schon. Naja, gut, aber. Guck hier. Achtung, da kommt er. Aber der hätte gepasst. Und BAMS! Die Schrift ist extrem klein. Danke. So. Wieso bist du immer so viel näher am Ball als ich? Weil ich vielleicht booste, wenn ich losfahre? Nein, du bist näher am Ball als ich. Das hat nichts mit Boost zu tun. Du bist näher am Ball. Weil ich habe aber geboostet, ne? Direkt und du nicht. Du bist näher am Ball. Woher willst du das denn so genau wissen? Hast du ein Zentimetermaß angesetzt oder was? Ich habe doch auch geboostet, du Arsch. Ja, aber nicht von Anfang an. Ich habe das doch beobachtet. Du hast es nicht so frühzeitig gestartet wie ich. Ich habe keinen Boost mehr. Ich habe 100 Meter Boost. Das ist ein scheiß Ball. Ich bin aus dem Kick. 100 Meter? Sind das die Meter? Das sind die Meter. Bist du sicher? Ja, ja, ganz genau Meter. Ja, hast du einen Zentimeter Geil Ball, ne? gemacht. Ja, Maßband eingesetzt und so weiter. Oh weh, oh weh, oh weh. Ich fahre übrigens im DeLorean. Ich auch. Pong und Bieber sind Doctor Who und Marty McFox. Oh, hier sind wir scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht. Wir sind scheiße? Ja. Wirklich zerstört. Ja. Und der gibt uns Tor. Das gibt's doch nicht. Was? Das hab ich nie mal gesehen. Wo ist das denn los? Die Wiederholung ziehe ich mir voll und ganz rein. Erstmal die Explosion von Bruder Pong. Und dieser Ball landet gezielt 73 km/h hatte der. Oh, das war schlecht von Bruder Bieber. Richtig schlecht. Über den Ball gesprungen. Nein. Was hast du denn gemacht? Du gepokert. Oh. Erfolgreich. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Tor von Blau. Ja, du hast ein Eigentor geschossen. Rückwärts. Das war mega dumm. Leute, Bruder hat gerade ein Video hochgeladen. Ich hätte einfach nur springen müssen. Da wäre das Ding im Tor gewesen. Boah. Das war aber nicht schlecht. Das war tatsächlich nicht schlecht. Guck mal, du bist meilenweit näher am Ball als ich, nämlich überhaupt gar nicht. Ja. Oh, war ich ein bisschen zu spät. Tor von Bruder Pong, 4-4. Bruder Pong, 4-4, sehr spannend. Ha! Oh, das gibt's doch nicht! Oh, aber in der letzten Sekunde noch von der Linie gekratzt hat das hier Jürgen Kohler. Cholera. Jürgen hat die Cholera. Das ist schlecht für mich. Das ist ganz schlecht für mich. Nein, das ist scheiße von mir. Nein. Da kommt Jürgen Kohler schon wieder gerade so um die Ecke geschlichen. Nein. Was gebe ich dir denn hier für 1100%ige? Ich fahr voll an der Decke entlang. Nein, das kann doch nicht meine Possibility sein. Im Sinne von Seriousness. Das kann doch nicht mein scheiß Ernst sein! Wie bin ich auf dem Dach gelandet? Mann ey, ich hab dich hier so eingekesselt vor deinem eigenen Tor. Ja, mega. Und ich. Keine Chance. Das ist doch nicht wahr, ey. Du bist eine spannende und schlechte Schlussphase.
Nein! Wenn gleich 0 ist, ist Sudden Death, ne? Ja. Mit C, ein Tor. Der kommt, der kommt! Ja! Ja! Ja. Da hast ich hab dich noch reingeschoben. Ja, ich wollte. Ich hab's aber auch verdient. Ich hatte so nicht viele Gelegenheiten, deine Fehlversuche für mich auszunutzen. Da wäre fast noch an den Pfosten gegangen. Jetzt hast du quasi noch eine Chance jetzt hier beim Poker. Ach so, beim Poker, ja. Nicht genutzt. Hätte ich nicht gedacht, dass das so knapp wird. In letzter Minute gewonnen. Lost God Vampire. Wenn ich mich nicht so dusselig angestellt hätte, hätte ich das Ding sogar gewinnen können. An ein, zwei Stellen. Lost God Vampire. Ja, was weiß ich, was mit den Vampiren los ist. Irgend so ein Clan. Bruderpunk gewinnt immer den Bruderkampf, nur mal so. Nachdem er 23 Versuche schon vorher gehabt hat. Wo siehst du denn 23? Ja, habe ich geschätzt, dass du gesagt hast, war fast akkurat oder gefühlt akkurat. Also, da kommt ungefähr hin. Ich glaube, wir können sagen, dass wir es... Wir geben jetzt ab an uns selber. Ja, genau. Und dass ich aber einen moralischen Sieg errungen habe. Nein. Das ist verloren. Das Quiz der beleuchteten Brüder geht in die zweite Runde. Mr. Cutterfield und Lilly Oriana haben sich noch mehr knifflige Fragen für uns ausgedacht. Und ich habe die erste Runde zwar relativ lässig gewonnen, aber wer weiß, vielleicht schlägt Kong ja diesmal zurück. Zwei Runde 2 von 3 eröffnet sich jetzt gleich und ich gehe jetzt noch mal ein bisschen baden. Viel Spaß beim Bruderquiz. Bitte, Hase, erkläre die Regeln. Runde 2 ist zu Titel zu ordnen. Die Regeln sind wie folgt. Wir nennen einen Titel, den ihr gewählt, beziehungsweise Biber gewählt hat, für eine Folge. Und ihr müsst jeder eine Antwort abgeben, was ihr glaubt, aus welchem Projekt das ist. Ihr dürft wie üblich auch darüber diskutieren und lachen und jammern und weinen. Wir dürfen lachen, Gott sei Dank. Wie viele Titel gibt's denn? Wieder 30? 20 Titel. Okay. Seid ihr bereit? Dann bist du klar im Vorteil. Da bin ich klar im Vorteil. Ja. Der erste Titel ist der immer gleiche. Donkey Kong Country 1. Richtig. Richtig. Beide ein Punkt. Sehr gut. Du schreibst weiter auf? Ja, natürlich. Okay. Lilly Oriana führt Protokoll. Jetzt sagst du zuerst, ne? Ja, jetzt sag ich zuerst. Hast du eine App dafür? Hast du eine Pong-Biber-Duell-App? Nee, aber wäre auch mal eine schöne Idee. Das macht das, Dark Icarus. Ja. Der zweite Titel, alles verzögernder Tod. Ich bin dran, ne? Mhm. Super Mario World. Super Mario... Scheiße! You. Scheiße! Ja, richtig. World ist falsch. Das hast du mich aber gerade verwirrt. Scheiße! Dritter Titel... Fette Fickmaschine. Trials Fusion. Ja. Richtig. Die Marke. Asterix und Obelix. Asterix und Obelix? Yoshi's Island. Das heißt kein Video Asterix und Obelix. Also das macht Sinn wegen dieser blöden Endgegner die mit der Hose. Hose. Ja. Heißt deswegen... Ich weiß eh nichts anderes, deswegen sage ich auch ja. Richtig. Asterix und Obelix kommt aus Yoshi's Island. Das ist ein doofer Titel. Du hast dir den ausgedacht. Ja, da war ich noch nicht so... Das ist ja, weil jetzt verliere ich und werde beschmissen. Nächster langer Titel. Verkohlte, zitternde, stehende, tote Leichen. Eigentlich jetzt zwei... Zombie-U. Ich dachte, ich bin dran. Warst du da? Ihr seid beide immer dran. Nee, ich hab doch gerade, du hast doch gerade eben angefangen. Ach so. Oder nicht? Weiß ich nicht. Nee, Yoshi's Island hatte. Hab ich gesagt. Also du sagst Zombie U. Nein. Weiß ich nicht, was ich sage. Das hast du gesagt, ja. Ich hab's auch gehört. Du hast selber Schuld, wenn du die Regeln zerstörst. Ja, sorry, ich war ungeduldig. Dark Forces. Beides falsch. Rabbids go home. Scheiße. Dark Forces. Ich hab noch nie ein Video von Dark Forces gesehen. Super Stiefel auf freundlichem Pferd. Stiefel auf freundlichem Pferd? Kommen überhaupt Pferde vor? Es sind noch nie Pferde in unseren Spielen vorgekommen. Manchmal ist das ja nur wegassoziiert. Ja, das ist völlig richtig. Link to the Past, sag ich noch. Ich sage Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie ist richtig. Gar nicht wie die Kanzlerin. Gar nicht wie die Kanzlerin. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Titel. 3, 2, Mario Galaxy. Würde ich auch sagen. Falsch. Zombie U. Ach ja, wenn die so aussieht. Ach stimmt. Ich dachte, wir sind hier bei Hugh Jackman und der Essen, dann weißt du, sie ist Menschen.
Angela Merkel ist keine Menschen, wir wollen das nochmal. Nicht, dass das der so rüberkommt. Vermutlich nicht. Also es gibt keine Beweise dafür. Und auch keine Indizien. Aber es gibt auch keine dagegen. Denkt mal drüber nach. Ja. 2 Millionen Abonnenten. Oh, das ist schwer. Ja, ja, ja. Hast du eine Idee? Ich habe nicht mehr eine Idee. Ich würde auf jeden Fall was anderes raten als du. 2 Millionen Abonnenten. Boah. Scheiße. Skyward Sword. Super Mario World. Skyward Sword ist richtig. Nee, das gibt's doch nicht. Das war geil geblufft von dir. Nein, du wusstest es nicht. Wusste gleich dann. Das war ein Doppelbluff. Ohne Bluff. Das war kein Bluff. Das war einfach gar kein Bluff. Ja, jetzt ist Gleichstand, jetzt wird's kritisch. Mhm. Nächster Titel: Unfreiwilliger Zahnradsex. Zahn-was? Zahnradsex. Zahnradsex. Unfreiwilliger Zahnradsex. Uncharted 3. Conker's Bad Fur Day. Ist richtig. Conker's Bad Fur Day. Charlie. The Cork. Ja, ja, Mr. Big Cork. Mr. Big Cork. Guck mich nicht so erwartungsvoll an, Kaninchen. Doch. Du bist fantastisch gekleidet. Jetzt wurde er einfach wunderbar. Ich weiß ja, ob man die Krawatte schon gesehen hat. Krawatte. Zeig mal die Krawatte. Sieht sehr schön aus. Man kann ihn auch kraulen. Quizmaster. Ah, er hat mich gebissen. Jetzt wird's ganz schön. Kein richtiges Spiel. Und das trifft auch viele zu. Aber auf eins besonders. Weißt du es? Ich sag Kirby. Kirby 3. Nein! Darf ich mich auch noch umentscheiden? Nein. Nein, darfst du nicht. Tank, Tank, Tank. Nee, ich hätte und Kirby 3 war richtig. Wirklich? Ja! Gott sei Dank. Danke, Gott dass ihr so Dank, hart seid. Gesagt. Wie viele haben wir noch? Noch 5. Oh, dann wird es ja jetzt richtig spannend bei der Brüder-WG. 3! 3! 2! 2! Oh Gott! 2! Jetzt kommt 17. Noch 2. Mach doch mal eine richtige Ansage hier. 17 kommt jetzt. Ja. 17, 18, 19, 20, 4. 4. Ich glaube, ich kann nicht zählen. So zwischen 1 bis 5 haben wir noch. 1 bis 5 haben wir noch. Das ist richtig spannend. Gelegentliche gehäutete Leichname. Ach, das ist auch schön. Dann habe ich eine Idee. Gelegentliche gehäutete Leichname. Genau. Gut wiederholt. Gibt aber keinen Punkt für. Ich mag es, wie wir unsere Freizeit verbringen. Zögerst du es hier raus? Super Metroid. Shadow Warrior. Shadow Warrior ist richtig. Oh, die sind ja gehäutet da. Sehr gut. Punk ist wieder in Führung. Vorletzte Titel: 12 Bernstein. Ich bin dran? Ja. Scheiße, warum bin ich dran? Weißt du es? Scheiße. 12 Bernstein. Punk hat es auch gesagt. Das hilft. Gar nicht. Meistens ist es nicht. 12 Bernstein. Gar keine Ahnung. Ich bin dran. Ja. Tank, Tank, Tank. Punk? Ja. Ach nee, das könnte ja sogar richtig sein, was du sagst. Ne? Ich kann jetzt nicht einfach irgendwas sagen, weil ich sicher bin, dass du den Punkt auch nicht kriegst. Das heißt, ich muss. Oh Gott. Outlast. Nein, es ist Tank, Tank, Tank. Wieso das? Das ist ein Blöd. Ich wusste es von Anfang an. Wie viel Bernstein du gerne haben möchtest, hast du gesagt? 12. 12 und jetzt einer ein Zimmer. Und dann hat sie darüber diskutiert, wie die Nazis ein ganzes Zimmer haben wegschleppen können. Berechtigte Frage. Auf jeden Fall. Oh Gott, ist das jetzt die finale Frage? Warum habe ich denn. Ich war dumm. Keine Ahnung, so habe ich denn nicht so. Aber ich war ja auch schon mal dumm. Auch, ja. Der finale Titel lautet: ja. Mit offenem Hirn. Mit offenem Hirn. Ja. Oh Gott. Jetzt muss ich ja nichts faken. Weißt du das? Das nein, ich weiß es wirklich nicht. Also vielleicht komme ich drauf. Ich weiß, es ist. Offenem Hirn. Doch, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich habe gewonnen. Also, warte, vielleicht weiß ich es ja auch. Ist unentschieden. Habe ich früher? Weiß es nein, nicht. Es ist unentschieden. Man weiß nicht. Jetzt Moment gerade ist es unentschieden. Ja. Ah, das heißt, ich kann auch gewinnen. Jetzt geht's richtig um den Brust. Das ist mega spannend. Die ja. Brüder, die Brüder. Wer hätte gedacht, dass sie spannend sind? Denk mal an den Titel. Denk mal an den Titel. Ja, mach ich. Ja, ich kann nichts sehen. 3. Offenem. Oh, jetzt Stress jetzt auch noch. 2. Yoshi's Island. Donkey Kong Country 2. Ja, 2. Richtig. Das sind die Vögel, die Adler mit diesem Tuch. Ja. Genau. Stimmt. Und damit geht die Runde wie folgt aus.
Biber 14 zu Pong 13. Aber auch das ist nicht. Eigentlich wäre es besser gewesen, wenn du gewonnen hättest. Dann wäre das nächste, die nächste Runde spannend. Nein, auch die ist noch spannend. Die ist auch noch so spannend. Schalte wieder ein, wenn das heißt. Ich kann immer noch gewinnen in der dritten Runde. Weil da ist mit doppelt oder nichts. Wie bei hier Jörg Dreger. Oder nee, das war nicht Jörg Dreger. Wie heißt er? Harry Weinfurt. Werner Schulze-Erden. Ja. Alle zusammen. Werner Schulze-Erden. Alle zusammen. Werner Schulze-Erde. Achso, nein, ich meinte eigentlich alles zusammen, die Leute zusammen. Also Werner Schulze-Erde und Harry Weinfurt und... Also, naja. Sollen wir die alle gleichzeitig jetzt nennen? Nein! Wir müssen uns abstimmen vorher. Wir müssen dieses Video kurz beenden. Wir trinken Geber, wir sagen tschüss, danke, Mr. Katafi und Mr. Lili Oriana. Hände über die Decke, denkt dran. Sonst werdet ihr blind. Mann, bin ich geil! Mann, bin ich geil! Willkommen zurück bei unserer beliebten Kategorie und Rubrik Pong gibt Lebenstipps. Also, folgendes. Lauscher aufgesperrt. Haltet euch fest. Jetzt kommt nämlich Information. Da werdet ihr mit den Ohren schlackern. Thema diese Woche lautet Duschen, aber richtig. Seit Jahrhunderten duschen schon. 1412 wurde die erste Dusche konzipiert von Wolf. Künstlername wie Madonna, Wolf. Kennen viele nicht mehr. Der hat die erste Dusche konzipiert mit einem komplizierten Gestänge und ein bisschen Wasser. Seitdem freut sich Duschen immer größerer Beliebtheit. Der schnelle Gang morgens unter die Dusche ist für viele Menschen unerlässlich, um in den Tag starten zu können. Manche können damit ihre Müdigkeit abspülen mit kaltem Wasser, Wechselduschen, whatever. So, bei vielen Dingen im Leben ist es so, es gibt eine und wirklich nur eine richtige Art, diese zu machen. Kleines Beispiel, Dominosteine essen, erst Deckel ab, dann Glibberkram. Am Ende hat man noch Lebkuchen. Lecker. Und so ist es natürlich auch beim Duschen. Erste Regel. Wenn es morgens zum Start in den Tag ist oder abends, bevor man zu Bett geht, auf jeden Fall unter der Dusche Zähne putzen. Ihr spart Zeit. Es ist warm, es ist schön, man kann den Schmodder einfach unter sich spucken. Es spart Zeit. Man kommt doppelt erfrischt hinterher raus. Nicht nur am Körper, auch aus dem Mund. Riecht man wunderbar. Deswegen auf jeden Fall unter der Dusche Zähne putzen. Regel Nummer 2. Man hat ja häufig gerade morgens nicht so viel Zeit. Also, man steht auf, man wacht auf, Wecker klingelt, alles schrecklich, ich muss aufstehen. Also, der erste Gang ins Badezimmer. Erst auf Toilette, dann unter die Dusche. Falsch! Direkt unter die Dusche. Die Pizza ist da. Bis zum nächsten Mal. Es gibt noch viele Fische im Meer. Wir sind die Besten. Vor allem, wenn es darum geht, Mario Maker Level zu spielen. Das haben wir getan. Mit wunderbaren Level von unseren treuen Fans. Und da schwimmt schon wieder einer vorbei. Schön. Das Leben ist schön. Die leuchtenden Brüder sind schön. Der Mario Maker ist okay. Ihr werdet sehen. Unser guter Freund Matthias hat ein Belebu-Level extra für uns gebaut. Okay, zeig mir, was du kannst. Lieber am Ruder, auch wenn er allergisch gehandicapt ist. Ich erwarte überall jetzt aufstockende Bullen. Alter, guck mal, wurde dir schon mal so gehuldigt in Bowsers Palast? Nee, bisher noch nicht. Ich weiß es natürlich, wie du da hochkommst. Wie? Vielleicht stimmt es nicht. Guck, aber das ist ein Pfeil, der soll uns was sagen. Ja, nach links. Ja, klar. Boah, das ist Lava von oben. Boah. Aber der will uns verbrennen, dieser Matthias. Ja. Ich bin ja ein Dussel. Und wieso holst du dir nicht einfach alle Münzen? Was soll ich mit dem? Ja, warum nicht? Zeit, frisst Zeit. Wir sind hier in der Brüder-WG. Ah ja, stimmt, wir haben wenig Zeit. Die Brüder-WG sagt tschüss bis zur Sommerpause.
Bis Zora vor allem. Ist aber kaum, das sehen wir uns wieder. Oh, du hättest doch mal reagieren können mit Springen. Was machst du wohl denn da? Pong übernimmt die Ruderschaft. Die Ruderschaft des Feuers. Guck mal, wie wurde, hast du gehört, dass mir gleich applaudiert wurde? Oh, das kann wirklich passieren. An wem bist du gerade gestorben? Ja, nur so durch Zufall. Hast du auch das Gefühl, dass hier überall Geheimnisse lauern? Nein. Tatsächlich nicht. Oh, das sieht schwierig aus. Gut. Oh. Was ist das? Oh, krass, ey. Was ist das? Das für eine Scheiße. Oh Gott. Ach, ich... Okay. Du bist nach oben. Ja, schon klar. Das macht... Das zu wissen macht es aber nicht leichter. Nö, leichter tatsächlich nicht. Das hilft durchaus. Shit. Was bringt einem Münzen bei Mario Maker? Überhaupt nichts. Also wirklich gar nichts. Wandsprung. Ja. Danke. Also ja. Ich mag das schon. Ja, geil, Zwischenspeicher fast. Ich mag das schon ganz gut. Dir macht das schon Spaß? Ich mag das schon gut. Ach so. Na, ich hab's geahnt. Oh, der kommt runter. Ich wollte ihn noch von unten töten. Oh. Ah, okay. Ja, ich hab damit gerechnet. Ich dachte auch, dass er uns alles zugebaut hat, das Schwein. Es gibt noch eine Reiserei. Geil, so ein klassischer. Achso, oh Gott, ich wusste gerade nicht, dass man da stehen kann, wo ich stehe. Ja? Das muss ja alles aufeinander abgestimmt haben, wann die wo sind. Ja. Die Typen. Oh Gott! Recht er sich. Was soll das? Alter! Na, hol dir noch das Ding da. Ich kann einfach. Yoshi! Okay. Noch ein Speicherfass. Das ist unendlich lang. Oh, es ist nur, sind nur schöne Sachen. Beschmeißt uns mit Geld. Oh Gott. Nicht so gefährlich. Bowser ist auch noch da. Wir haben es geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, gut, Pong. Gut, Matthias. Das Level war gar nicht unser Demise. Wir sind besser als, wie viel waren, haben es geschafft, also als 96,7% der Weltbevölkerung. Alles klar, das, vielen Dank für die Mühe, das war bestimmt aufwendig, gut gemacht. Wir sagen bis zum nächsten Mal bei, irgendwelche Leute machen Super Mario Maker Levels für die beleuchteten Brüder, für die Brüder-WG. Dort sah ich eine Alge, sie machte mir Angst, die grüne Alge. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe auf ein mit den bedeuteten Brüdern, heute mit einer Kaktusfolge. Die Themen sind unterrepräsentiert bei YouTube, haben wir uns gedacht, deswegen sind sie wirklich. Biber, ja, sind sie wirklich. Deswegen ist Biber extra nach Mexiko geflogen, um diese Show aufzuwerten, genau. Mit Kakteen. Ja, das ist einfach Kaktus. Es ist wirklich Kaktus zerhackt und kandiert und entstachelt. Es sind keine Stacheln drin. Gut. Da steht drauf Cactis Botana Elaborado con Nopal Organico. Ist auch noch Bio-Kaktus. Mhm. Also so sehen die guten Viecher aus. Hast du schon mal Kaktus gegessen? Nein, noch nie. Ja, das ist doch gut. Das ist ein neuer. Hast du schon mal kandierte Früchte gegessen? Klar, einen Apfel. Nein, den kandierte meine ich nicht. Kandierter Apfel? Ich meine, ja. Kandierter Apfel, ja. Danach hast du die, ja. Reinbeißen und die Zähne, ja, weg. Nein, ich meine diese in Tüten, zum Beispiel Aprikosen, die so mit Zuckerüberzug sind. Diese harten? Ja, vielleicht ein bisschen hart. So ein bisschen, ich mag die nicht. Nee, ich mag die auch nicht. Nicht getrocknete Früchte. Die gibt's auch. Die finde ich richtig eklig. Kandierte Früchte. Keine auch Ahnung. Eklig, aber nicht ganz so eklig. Das ist kandierter Kaktus. Gibt's die neu? Ich weiß gar nicht, ist das jetzt Gemüse oder Obst? Das ist auf jeden Fall kein Obst. Weder noch, ne? Das ist aber auch kein Gemüse. Das ist eine Pflanze aus dem Gemüse. Du musst essen Mexikaner. Zum Tequila. Vielleicht. Manche. Das ist ganz okay. Kann ein bisschen drauf rumkauen. Schmeckt nach wenig. Schmeckt wenig. Ein bisschen nach Heu, ein bisschen nach süß. Nicht zu süß. Echter Kaktus, den du da isst. Der stand mal rum, ist gewachsen, in Mexiko gewachsen. Jetzt hier auf deinem Küchentisch. Der ist abgefahren. Ja. Das ist im Nachgeschmack ein bisschen eklig. Warum Rauchkauen soll das irgendjemand essen? Der ist Rauchkauen, ist geil. Man hat auch eine gute Konsistenz.
Und so ein bisschen ist schon die Frage, warum wird das produziert und gegessen? Hey, wir haben mal wieder ein bisschen aus dem... Wie heißt das? Der Mottenkiste. Wir waren in der Mottenkiste unterwegs und haben ein paar Videos aus dem letzten Jahr zusammengetragen, die wir euch jetzt innerhalb dieses Jahres zeigen wollen. Das Beste von dem nicht gezeigten Brüder früher. Weißt du noch, wie's damals war? Damals aß ich Kinderbücher. One, two, three. Fängst du an? Nein. Oh, siege mich nicht in zwei, sonst ruf ich Dieb. Ich lasse den offensichtlichen Reim weg. Ist das so das? Ja, das ist deine Songs. Okay. Moment, was hast du gemacht? Gesägt, oder? Denn das wäre eine Straftat, die treffe mich schrecklich. Ich wäre dann beim Richter, das wäre nicht gut. Hab ich die Straftat begangen? Nein, du wurdest in zwei gesehen. Ich lieg in der Halle, bin ganz nackt. Oh, scheiße. Ich bin auf nackt. Das ist die ganze Situation ist ab. Gefuckt. Ja, ich weiß. Ich hab das verstanden. Das war sie schon wieder, die neueste Folge der Brüder WG. Und wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Wir haben einiges erlebt. Wir wissen jetzt, wer von uns besser ist in Rocket League. Wir wissen, wer das Brüderquiz gewonnen hat. Die zweite Runde. Ist das noch nicht die letzte Runde? Nee, es geht noch in der nächsten Folge, auf die wir uns schauen. In der vierten Folge der Brüder WG. Das große Finale. Krass. Des Bruderquizzes. Und wir wissen ja jetzt, nachdem wir die zweite Folge geguckt haben, ich liege schon 2-0 vorne. Also da kann nicht mehr viel kommen. Aber wir kennen das früher von Werner Schulze Erde, oder wie hieß er? Stefan Raab. Nee, dieses am Ende, doppelt oder nicht, alles. Also die letzte Runde ist die Entscheiderrunde. Mit den drei Glücksschweinen. Genau. Familienduell. Das heißt, Pong kann noch abräumen in der nächsten Show und den Gesamtsieg nach Hause fahren. Aber er ist nicht sehr zuversichtlich. Ich bin sehr optimistisch, dass das klappt. Hier liegt noch ein kleiner Deckel von einem kleinen Getränk, welches ich zu mir genommen habe. Ich finde es so scheiße, wenn Leute sowas machen in der Öffentlichkeit. Dass sich Deckel auf die Nase tun? Ja, und sich mega witzig finden. Ey, guck mal. Ach so, und dann gehen sie quatschen Passanten an. Nee, Freunde. Wieso denn Passanten? Komm, wir stoßen an auf die ersten drei Folgen der Brüder WG. Jetzt zum Anstoß. Ja, nimm doch mal die leere Flasche da. Skull, hier. Prost, ein frohes neues Jahr. Bis bald. Eure Brüder.
Beleuchtet den Brüder mal ganz anders. Ja. Beim nächsten Mal wieder Quatsch.